23. Spieltag in der BBL. Die Bayern empfangen Rasta Vechta zu Hause. Die Münchner noch ungeschlagen. Die letzte Bundesliga-Niederlage, das war im November gegen Bonn. Die Münchner mit dem besseren Start. Ibaka schiebt QC unter den Korb, der angeschlagen in die Partie ging. Tommy QC vor der Partie noch Infusionen bekommen, nicht bei 100%. Die Bayern dagegen gleich von Anfang an auf Zack. Ibaka erst inside, dann outside, downtown, Dreier. Und wer solche Dreier wie Carson Edwards reinnagelt, der hat natürlich eine NBA-Vergangenheit. Das ist US-Distanz. Carson Edwards in dieser Phase der Partie nicht zu stoppen. Die Bayern von Downtown 5 von 8. Da würde ich sagen, legen wir noch einen oben drauf. Wieder Carson Edwards. Heatcheck für den US-Guard in dieser Phase. Aber er war nicht der Einzige, der in dieser Situation, in dieser Phase der Partie von draußen auftrete. Auch Silva Francisco mit 15 Punkten. Einer der spielbestimmenden Akteure in dieser Anfangsphase. Nächster Steal, Tommy Cuse, die kommt nicht hinterher. Silva Francisco, easy money. 2 Punkte obendrauf für den Franzosen. Zum Ende des zweiten Viertels. Die Bayern haben sich deutlich abgesetzt, aber Chip Flanagan mit einem ganz schweren ins Gesicht von Weiler Bepp, der zählt noch und der war ist wichtig für die Moral der Niedersachsen. Aber das letzte Wort haben die Bayern, das ist Booker mit der Sirene zum 56:40 Halbzeitstand. Mit minus 16 geht's also in das dritte Viertel. Und die Vechter kommen heiß raus. Joschka Ferner, haben sie nochmal eine Chance, diese Partie zu drehen? Flanagan aus der Mitteldistanz. Nein, im ersten Versuch. Ja, im zweiten Versuch. Hat immer wieder das Mismatch gegen Carson Edwards zum Beispiel und nutzt da seine größten Vorteile. Auch von Downtown, Chip Flanagan, 17 Punkte für ihn in dieser Partie. Und es wird zum Ende des vierten Viertels nochmal eng. Tanner Groves gut abgelegt auf Ariri Gusso and one. Und jetzt fühlen es die Niedersachsen. Rasta Vechta mit der Möglichkeit, noch näher ranzukommen. And one. Ariri Gusso zum zweiten, Elias Harris mit dem Foul, es geht in die Overtime. 80:80 geht's rein in die Overtime und dann der Block von Ariri Gusso gegen Lucic. Und auf der Gegenseite Ferner, Cash Money, Joschka Ferner. Mit der 6-Punkt-Führung, die Bayern kommen nochmal ran. Das ist Francisco, abgelegt auf Ibaka. Es wird nochmal eng, eine Minute zu spielen in Overtime. Aber Vechta mit dem Steal, Aminu geht nach vorne, das Foul kommt nicht, jetzt kommt es, da war das Spiel vorbei und damit die Sensation perfekt, 90:88, Vechta, die erste Heimniederlage für die Bayern. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinen